Es ist so viel über mir frei. Oh ja, fuck. Hol dir eine GoPro, ist scheißegal. Du sag mal, nimmt die Kamera auch jetzt durchgehend auf oder ist die limitiert auf 29 Minuten? Nimmt durchgehend auf, ah, bis der Akku leer ist. Gut. Die andere hört auf. Die 7.3er, die hört auf, ja, und die, ja, die macht das ja auch. Ne? Hallo zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und ich stehe heute hier mit Michael Zieger. Richtig. Wir haben uns heute in Augsburg getroffen. Das war ein spontaner Besuch von ihm, weil er morgen geschäftlich hier in Augsburg zu tun hat. Und wir haben jetzt einfach die Zeit genutzt, hier im Biergarten nochmal uns es gut gehen zu lassen. Genau. Und eigentlich war ja der Plan, dass wir irgendwie in Augsburg heute zur blauen Stunde vielleicht auf Bilder machen. Ja. Aber jetzt haben wir uns das mal spontan anders überlegt, haben unsere, ja, unser Fotoequipment hierher geholt und ja, wir sind ja im Botanischen Garten. Jetzt ja, suchen wir uns doch einfach hier ein, zwei Motive, oder? Richtig. Wollen wir es hier umsetzen? Stadt ist zu heiß, da weht kein Wind, da ja, sind zu viele Leute und hier ist schön. Ja, und hier war ein schöner Biergarten, das Bier ist gekühlt. Also, und wir wollten ja eigentlich auch viel reden, so ein bisschen. Ja? Ja, einfach mal so ein bisschen wieder kennenlernen. Wir haben zwar schon so viel miteinander gesprochen, über Podcast oder auch mal am Telefon. Mhm. Du warst auch bei der Staffel 3, 10 Tage, 10 Fotos dabei. Mhm. Aber jetzt so Auge in Auge ist das schon wieder was anderes. Ja, es war echt super, dass ich da mitmachen konnte. Ja. Hat mir gut getaugt. Auch nochmal ein Hinweis an euch. Schaut euch diese Serie an. Die gibt es ja bei dir auf dem Kanal. Die hast du verlinkt. Genau. 10 Tage, 10 Fotos. Jeder Tag ein anderer Fotograf oder genau, Filmemacher ist. Und jetzt schon läuft, cool, aktuell läuft gerade Staffel 4. Die 4. Ja, cool. Ich weiß gar nicht, wer heute dran ist. Aber gut, lasst euch überraschen. Schaut da mal rein. Mhm. Genau, also wir starten jetzt hier los, machen erst nochmal ein Bier und dann haben wir einen Sonnenuntergang, suchen uns hier ein, zwei Motive. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Interesse an dem Video habt, dabei bleibt und uns einfach zuschaut, wie wir vielleicht ein und dasselbe Motiv komplett unterschiedlich angehen. Ja. Wir haben ja auch komplett anderes Equipment dabei. Du bist heute ja sehr leicht unterwegs. Genau, ne? Mit APS-C hier, mit so ein paar Sachen hier. Ein bisschen, das ist deine heute. Genau, Ultraweitwinkel-Zoom von Sony, 10 bis 18 mm. Mhm. Und dann, falls es ja doch mal längere Brennweiten geht, das, was hier anschließt, auch F4, das ist das 18 bis 105 mm. Fertig. Also ich habe keinen großen Rucksack dabei, das sieht man mir auch an. Ich bin unsportlich, du bist sportlich, total, ich bin leicht unterwegs, du bist schwer unterwegs. So ist das eben. Ne? Wunderbar, dann lass uns doch starten. Ich packe hier zusammen Gut, und dann suchen wir ein Motiv. Alles klar. Bis gleich. Bis dann. Der Michael, der alte Streber, der will jetzt sofort los und Spotchecks machen. Ich lasse ihn jetzt erstmal vorlaufen, mache es mir erstmal schön gemütlich. Und dann schauen wir mal, wenn er einen Spot gefunden hat, wird er schon rufen. Dann schaue ich mir das mal an. Prost, Michael. Prost. Oh, wir schwitzen schon. Wir sind jetzt hier gerade mal rumgelaufen, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Wisst ihr, wie viele Fotos ich gemacht habe? Zero. Ich habe ein paar gemacht. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Ich habe einfach für mich noch nicht das optimale Bild gesehen, bevor ich es mache. Mhm. Jetzt trinken wir erst mal Bier und werden mal kreativ nach dem Bier dann richtig werden. Aber ich sehe schon, du guckst wirklich ziemlich genau. Ne? Also im Gegensatz zu dir bin ich ja einer, der nur rumknipst. Ne? Alles, was er gerade sieht, mal gucken, was draus wird. Aber du weißt schon, was du willst und guckst sehr explizit, oder? Ja, ich suche nach irgendwas Besonderem, was mich reizt, wo ich dann auch weiß, okay, ich kann da was Besonderes draus machen. Richtig. Man sieht es ja auch deinen Videos an, diese Bilder, die werden dann auch wirklich was. Ne? Oft kommt was Gutes bei rum. Genau. Oft, und wie gesagt, klingt zwar blöde, dass ich sage, ich bin der Knipser, aber dann mache ich halt 50 Bilder in der Zeit und eins wird dann vielleicht auch was. Ne? Eine Sache würde mich schon interessieren, fotografierst du im JPEG oder im RAW-Format oder beide? Beides. Heute zum Beispiel? Beides. Ja. Okay. Also jetzt, da wenn gute Bilder dabei rauskommen, klar, dann mache ich das auch so. Mhm. Aber es gibt auch Tage, da gehe ich komplett nur mit JPEG los. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mit diesen kleinen Olympus-Kameras losziehe, dann stelle ich das sogar auf Schwarz-Weiß, ganz bewusst. Okay. Ich komme nach Hause, freue mich über die Bilder und brauche nicht eine Sekunde an Bildbearbeitung verschwenden. Ja. Also ich habe mir das angewöhnt, im RAW-Format zu fotografieren, so seit ein, zwei Jahren, weil ich dann bewusst auch echt weniger Bilder mache und überlege mir ganz genau, was will ich haben. Und oft schwänzel ich an einem Fotospot ewig erstmal mein Motiv drumherum und gucke und setze mir erstmal hin und keine Ahnung, mache mir erstmal echt Gedanken, bevor ich überhaupt die Kamera auspacke und das Foto mache. Ja gut, aber du hast deine Bearbeitung ja auch schon mit im Kopf und weißt auch, was das an Zeit schlucken kann dann. Ne? Ja, wobei ich nicht so der Beste in der Bearbeitung bin. Ich mache das ja meistens in Lightroom oder in Capture One. Ja. Und gleich da mehr oder weniger die Fehler aus, die ich bei der Belichtung mache vor Ort.
Ja, aber ich sehe ja schon, wenn du deine Fotowalks machst und aufs Display guckst oder auch durch den Sucher, dann kannst du schon ganz genau beurteilen, fehlt da Dynamikumfang oder schiebst du einen Filter davor, ist der Himmel zu hell oder zu dunkel? Ja. Also da hast du schon ein Auge für, das mal davon ab. Weil die spiegellosen Kameras machen es auch ultra einfach, das Bild zu beurteilen. Ja, also so einfach wie jetzt war es noch nie, gute Fotos zu machen. Das stimmt. Also, dann trinken wir eins und dann schauen wir mal, ob wir noch ein Foto machen. Wäre schön, würde mich freuen. Also wir sind jetzt hier bei so einem Staube angekommen und der macht mich schon richtig an, weil fließendes Wasser mag ich halt einfach. Und ich werde jetzt mal eins machen, werde auf diese Standfläche hier hinter der Mauer gehen, also halblegal, bitte nicht nachmachen, aber ich muss es jetzt für das Foto kurz tun. Schau mal, da unten sind Fische drin, ganz schön große. Ja? An der Wasseroberfläche, Wahnsinn. Genau, und um dieses Bild jetzt hier zu machen, nehme ich mir jetzt einen ND-Filter zur Hilfe, den 1.8er, und werde ich so circa 10 bis 15 Sekunden lang belichten, um hier schöne Wasserzieher drauf zu haben und diesen Staufluss oder Staustufe einfach schön verträumt aussehen zu lassen. Alter! Die haben gerade Methyl aufgelöst. Ja. Ich sage euch jetzt ganz kurz, welche Einstellungen ich ungefähr verwende, weil hinter der Mauer ist einfach zu laut. Also, als erstes werde ich hier eine Auslöseverzögerung von 2 Sekunden einstellen, weil ich eine Langzeitbelichtung mache und will nicht, dass die Kamera verwackelt. Das mache ich jetzt gleich, zack, zack, 2 Sekunden. Im Weißabgleich bleibe ich auf Automatik, ich bin im manuellen Modus, wähle jetzt sowas wie eine 5-6er Blende und vom Fokus her mache ich es jetzt so, dass ich da vorne auf das Wasser fokussiere, also auf die Mitte des Bildes so circa. Das werde ich machen. Ansonsten 5-6er Blende, irgendwas ISO 100, 125 und 15 Sekunden belichten. Jetzt ist gerade keiner da, ich riskiere es mal kurz. Michael, was sagst du zu dem Spot hier? Von hier, vom Ufer aus? Also genial. Wir waren ja eben schon oben, war schon gut. Da hast du deinen waghalsigen Sprung auf das Plateau gewagt. Mhm. Aber das hat mit dem Winkel nicht so gut funktioniert. Nee, gar nicht. Hier mit dem schönen blauen Himmel. Ich meine, traumhaft wären wir noch ein paar Wolken oder sowas. Aber ja, zack, boom, ne? Aber es gibt ja, kann man ja einbauen, ne? Ja, aber es ist super schön. Ja. Super schön hier. Ja. Wenn man eine Staustufe schön finden kann. Aber ich finde trotzdem was Schönes in dem Bild. Ich habe ja leider keine Filter mit und auch nicht das passende Filtergewinde. Aber wenn dein Filter groß genug ist, halte ich den einfach mal so davor. Meine Ghetto-Methode, warte mal. Ja, genau. Weil ich bin jetzt auf eine halbe Sekunde und das ist mir zu wenig. Was für hat der? 1,8. Also du musst ja bestimmt, auf welcher Blende bist du? 4? 15 Sekunden. So 10 Sekunden belichten mindestens. Wenn du vorher schon schön scharf gestellt hast, funktioniert. Aber das Problem ist, ich muss ihn unheimlich nah ranhalten, ne? Ja. Und dann darf ich trotzdem nicht an die Kamera kommen, dann wackelt alles. Ich habe das ja die Ghetto-Methode genannt. Aber es hat schon ein paar Mal funktioniert, so zur Not kann man es hernehmen. Bin mal gespannt. Höchst professionell arbeiten wir hier am Wasser. Yep. Hat geklappt, oder was? Ich glaube ja. Gut. Ja. Nichts verwackelt. Ja, schön. Hat geklappt. Cool. Ich mache das Bild jetzt auch mal. Ich werde die Perspektive ganz leicht ändern. Mhm. Und wenn ich mir jetzt hier frage, was will ich zeigen? Ich will hier nicht diese Steine zeigen oder die Felsbrocken. Das ist mir scheißegal. Ich will das Wasser fotografieren, die Wasserfläche, dieses Monsterbauwerk, den Staudamm. Da geht es mir drum. Und
Deswegen schneide ich jetzt tatsächlich die Steine nur ganz leicht an, dass sie in der linken Ecke zu sehen sind und sonst sieht man nur Wasser und diese Stauwehr. Bam. Aber es macht echt Sinn, sich vorher mal 2-3 Minuten oder auch länger einfach Zeit zu nehmen und zu überlegen, was will ich hier genau auf meinem Bild sehen, weil wenn ich zu viel auf dem Bild habe, wird es unruhig und bringt nichts. Wenn man mal ganz ehrlich ist, so ein Stauwehr ist ja jetzt nicht das schönste Fotomotiv, aber ich gebe mir Mühe, dass es trotzdem nach was Besonderem aussieht. Und sich einfach vorher diese Spots nicht im Internet anzuschauen, macht echt in dem Fall Sinn, weil wir mussten uns beide echt anstrengen, um hier irgendein schönes Bild einfach zu finden, also eine schöne Bildkomposition zu finden. Und es gibt, soweit ich weiß, auch gar keine großartigen Bilder. So mache ich das. 2 Bilder, das reicht mir für heute Abend. Okay, ich mache das Ganze wieder mit einem Polfilter, um diese Spiegelung rauszukriegen und auch mit dem ND-Filter. Den schrauben wir jetzt drauf. Juhu! So, jetzt nochmal den Feinschliff der Bildkomposition. Wenn ihr das so sehen könnt, habe ich hier fast schon zu viel Steine drauf, Leute. Zu viel Steine. Ich will die einfach nur anschneiden, dass man sieht, man ist hier irgendwo auch irgendwie in der Natur. Und so würde ich es machen. Entweder so oder tatsächlich so. Aber das hat jetzt keinen Mehrwert, wenn ich zu viele Steine drauf habe, oder? Nee, ich schneide sie nur leicht an. Ich schneide sie leicht an, bringe die Kamera in die Waage. Knüppel das Ding fest. Fokussieren tue ich jetzt hier im manuellen Fokus. Einfach hinten auf den Wasserfall. Da setze ich jetzt meinen Fokus hin. Ist scharf, würde ich sagen. Ja. So. Jetzt haben wir ja gesagt, ich habe den Polfilter drauf und da drehe ich jetzt hier an einem Rädchen, um die Spiegelung schön zu verdunkeln. Ja, so. Jetzt kommt der ND-Filter vorne drauf. Jetzt drehen wir nochmal die Belichtungszeit schön hoch. Das sieht aus, bei 15 Sekunden noch viel zu dunkel. Was ist, wenn ich mal auf eine 2,8er Blende gehe? In 10 Sekunden das Ganze mal mache. So, mal schauen, wie das Foto wirkt. So. Das Ganze jetzt so auf 24 mm ungefähr. Wow, die Lichter sind gerade angegangen. Wenn es jetzt noch ein bisschen dunkler wird, können wir auch schöne Blendsterne eigentlich aufnehmen. Ne? Und es wird dunkler, versprochen. So, bam, blaue Wasseroberfläche. Wunderschön. So. Jetzt werdet ihr sehen, wenn der Michael jetzt noch ein bisschen Bock hat, hier zu bleiben, werden sich diese Lichter wunderschön auf der Wasseroberfläche auch spiegeln. Das ist jetzt das Nächste, worauf ich achte bei der Bildkomposition, dass ich die auch schön mit drauf bekomme. 10 Minuten Wartezeit und dann machen wir das nächste Bild. Jetzt habe ich Bock, mal als Vergleich die Blende einfach mal schön zu schließen, auf einer sehr hohen Blende zu fotografieren. Ich glaube, bei dem Licht habe ich noch keine Blendsterne, aber ich probiere es trotzdem. Wenn ich jetzt eine sehr hohe Blende einstelle, muss ich natürlich auch länger belichten. Und das mache ich jetzt hier mit meinem Fernfunkauslöser. Ich lasse jetzt an der Kamera eigentlich alles gleich, bis auf die Blende. Die schraube ich jetzt mal ordentlich zu, aus Neugier. Gehe in den Bulb-Modus. Nehme auch die 2 Sekunden Auslöseverzögerung raus, die brauche ich nicht mehr. Genau, die Stativstabilisierung ist auch draußen, machen wir es. Also das Bild kommt noch nicht richtig gut, weil es einfach noch zu hell ist. Ich warte jetzt einfach, bis der Himmel wirklich dunkler wird und dann mache ich das Ganze ohne ND-Filter. So, jetzt ist es soweit. Jetzt mache ich mein finales Foto. Himmel ist schön dunkel. Die Laternen leuchten hell genug, um die jetzt als Blendsterne auch schön mit ins Bild irgendwie zu integrieren.
Um Blendsterne einzufangen, muss ich meine Blende ganz klein sehr schließen, also eine hohe Blendenzahl wählen. Ich habe jetzt mal F20 gewählt, also sehr untypisch, aber ich mache das jetzt wirklich, dass ich diese schönen Sterne oben auf dem, der Brüstung da oben auf dem Staube haben will. Ja, und wenn ich jetzt mit ISO 100 und F20 bei solchen Lichtverhältnissen belichten will, muss ich hier mindestens 1:10, 1:20. Ich mache lieber mal 1:20. Und so lange belichte ich jetzt. Das ist jetzt mein finales Foto. Und gleich können wir es anschauen. Und auch wenn ich mich jetzt um 5 oder 10 Sekunden vertue, macht das gar nichts, weil das kann ich noch in Lightroom schön ausgleichen. Okay, 1:20, 1:21, 1:22. Schön. Ich habe immer noch den leicht blauen Himmel und sehe die Blendsterne. So wollte ich es eigentlich haben. Ich glaube, jetzt packe ich zusammen. Und dann muss ich den Michael nochmal überreden, dass wir in die City reinfahren, um da noch irgendwie Architektur mit Licht und Straßen oder sowas aufzunehmen. Das machen wir jetzt noch, oder? Michael, ich bin ready mit meinem Foto. Ja, ich mit meinem auch. Du auch. Ohne Filter, ohne Schnickschnack. Ohne Schnickschnack. Na gut, ich habe jetzt auch nur den Polfilter drin. Ja. Und habe so 1:20 belichtet auf eine 20er Blende circa. Ja. Was hast du für eine Blende jetzt gerade gewählt? 13. Okay. Und ich war so bei 15 Sekunden bei ISO 100. Okay. Mhm. Bin echt gespannt auf. Ja. Können wir beide mal einblenden vielleicht dann im Video, oder? Ja, ich schicke dir das Foto zu, dann kannst du das in deinen Beitrag mit reinballern. Hast du jetzt eigentlich noch Bock, mit in die Stadt zu gehen? Haben wir doch abgemacht, oder? Gut. Wir wollen ja noch ein Gebäude beleuchtet, das wollen wir noch machen. Ja. Da hat bestimmt auch noch ein Kiosk offen, dass wir uns da noch kleine Erfrischung gönnen. Genau, alles klar. Also bis gleich. So, wir packen ein. Ja, Freunde, wir haben ein neues Fotomotiv gefunden. Die ganze Sache hat nur einen Haken. Wir stehen jetzt hier am Königsplatz und hinter uns, vor diesem schönen Trambahnhof oder Straßenbahnhof, sind Bauarbeiten. Die Jungs schweißen da noch bis 3 Uhr früh. So viel Zeit haben wir nicht. Jetzt kann man sich überlegen, machen wir das Foto aus der Perspektive hier? Oder gehen wir auf 16 mm und versuchen, neben die Schweißarbeiten uns da irgendwie zu stellen, wenn wir dürfen. Ich bin mal gespannt, ob wir verjagt werden. Ha, hier ist was los, da muss man echt ein bisschen aufpassen auf die Trams. Wie gut, dass wir zu zweit sind, was? Ja. Und eine Sache fällt mir noch ein, wenn jetzt hier keine Baustelle wäre, würde ich das Ganze auch mit Lichtziehern machen. Also das heißt, lang belichten und auch die Tram durchfahren lassen, damit die so einen schönen futuristischen Lichtschein. Ja, der Michael hat schon umgesetzt. Zack, den Laserschein. Das Bild ist es. Selbe Idee, cool. So würde ich es auch gern machen. Ja, Wahnsinn, was hier abgeht. Ey. Ein Bus nach dem anderen. Hinter mir gibt es auch ganz viele Lichter, diese Oberlichter. Vielleicht kriege ich die auch irgendwie schön als Blendsterne eingefangen. Und wenn diese ganzen Busse jetzt endlich mal weg sind, stelle ich mich hin und mache das ruckzuck. Schau jetzt, dass ich genau mittig stehe. Stehen jetzt Busse da. Das sieht ziemlich, ziemlich lässig aus. Die Kamera ist schon hier voll in der Waage. F20. 13 Sekunden Belichtungszeit. Jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich fahren die jetzt nicht gleich los. Einer steigt noch ein. 3, 2, 1. Was geht ab? Come on. Bam. Ist drauf. Schnell weg. Die Tram kommt gleich, oder? Ja. Die Busse, die lenken mich zu sehr ab. Da ist zu viel drauf. Ich will ja eigentlich die Architektur hier fotografieren, nicht die Busse. Also ein Versuch nochmal. Von den Einstellungen her war alles cool. Oben die Lichterstreifen sind etwas überbelichtet, aber meine, die sind ja auch weiß. Gut. So, muss ich nur beeilen, weil gleich kommt von da noch einer. Ja, ja. Bin am Start. So, das A und O ist hier wirklich mittig zu stehen. Genau mittig. So, jetzt sind sie alle weg. Jetzt oder nie? Jetzt. Ich mache das Foto anfokussiert, habe ich vorne die Spitze. Auf einer 20er Blende ist sowieso alles brutal scharf. Aber sowas finde ich geil. Jetzt habe ich wieder Feuer gefangen. Jetzt macht es richtig, richtig Spaß. Im Botanischen Garten waren wir eher so in Biergartenlaune. Bam! Fertig, Leute. War so schnell. Feldräumen, Michael ist dran. Und in so einer Situation wäre vielleicht noch mal gut zu sagen, es ist besser, zu zweit loszugehen. Auf jeden Fall. Ja. Einmal wegen unserem Equipment. Ja.
Und zum zweiten wegen den Trams. So, jetzt ist der Michael dran. Same, same. Er steht auch mittig wieder. So sieht ein Mann aus, der voll konzentriert arbeitet. So, laufen wieder Leute durch. Aber er hat das Bild schon gemacht. Da ist keine 13 Sekunden belichtet, hä? Nee. Ganz cool. Ja, ich glaube, die sind gar nicht drauf. So, das soll es auch gewesen sein. Rekord läuft. Rein aus Neugier will ich mal von ganz unten auch hochshooten. Mal schauen, ob die Linien zu sehr zusammenfallen oben am Dach oder ob das geiler kommt. Das ist jetzt auch nochmal einfach ein Test, weil ich es wissen will. Weil diese Straßenbahnschienen hier, oh, die machen mich schon auch an. Normal ist es ja nicht so schlau, von unten nach oben zu fotografieren. Aber durch das Aber Dreieck. Aber das Dach ist eh ein Dreieck und man checkt eigentlich gar nichts. Das mache ich noch, egal was jetzt passiert. Nee, wir gucken ja, Gott sei Dank haben wir einen Spotter. Das ist halt echt der Vorteil, wenn man zu zweit ist. Ja? Einer hat immer das Gepäck im Blick und den Verkehr, wenn man in der Stadt nachts unterwegs ist. Entschuldigt, wenn die Kamera manchmal nicht trifft. Geiles sieht geil aus, ne? Sehr schön. Okay. 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 So Leute, unser Bild ist im Kasten. Hier am Königsplatz, mitten in der Augsburger Innenstadt. Ich freue mich, dass wir jetzt noch was Tolles gefunden haben, was ja auch mir so richtig gut getaugt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, oder gebt mir ein Like fürs Video. Schaut auch auf Michael Ziegans YouTube-Kanal. Und dann sage ich bye bye. Euer Sigi Heuters aus Augsburg mit Michael. Gut, tschüss. Ciao.